In Starfield gibt es so viel, was einem nicht erklärt wird, aber super nützlich ist. Deswegen habe ich für euch 12 richtig geile Geheimtipps, die einen deutlichen Unterschied machen, wenn ihr sie kennt oder nicht. Dranbleiben lohnt sich, das werdet ihr gleich sehen. Servus Raumfahrer, schön, dass ihr auch beim neuesten Video mit dabei seid. Die Tipps, die ich euch jetzt hier gleich zeige, werden euch nochmal das Spiel deutlich besser machen. Bin gespannt, was ihr dazu in die Kommentare reinschreibt. Bevor wir reinstarten, seht ihr hier noch etwas richtig Cooles, und zwar Warhaven. Ein Mittelalter-Fantasy-Kampfspiel, 12 gegen 12, geht es in die Schlacht und verspricht epische Kämpfe mit 6 unterschiedlichen Klassen. Es gibt Offensive, Defensive und Smoke ist die Heilerin. Während des Kampfes ist es möglich, sich in einen von 4 Unsterblichen zu verwandeln, um ein aussichtsloses Blatt noch zu wenden. In Warhaven könnt ihr euch zusammen mit euren Freunden in die Schlacht stürzen oder alleine losziehen und die Gegner dominieren. Das Gameplay wird leicht erlernbar sein und bietet auch noch Herausforderungen für Hardcore-Gamer. Der erste Einblick, finde ich, macht Bock auf mehr. Wer Lust drauf bekommen hat und mich unterstützen möchte, kann über den Link in der Videobeschreibung bei Steam das Game auf die Wunschliste setzen. Es startet am 21. September um 3 Uhr morgens in den Early Access rein und ist während dieser Zeit kostenlos spielbar. Auch ich werde reinschauen, vielleicht sieht man sich im PvP, bin ich gespannt. Ich bedanke mich bei Warhaven für die Unterstützung und nun machen wir weiter mit Starfield. Tipp Nummer 1, es gibt negative Effekte auf eurem Charakter, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wird euch immer wieder auf der linken Seite angezeigt, an den kleinen Dreiecken, es zeigt dann auch manchmal einen Balken an, dass die Atmung einem schwerfällt, das ist der negative Effekt, zum Beispiel bei einer Unterkühlung, sieht man auch, wenn man auf den Status geht, auf der rechten Seite, und diese negative Effekte möchtet ihr natürlich nicht haben, die kann man sehr einfach und schnell heilen, und zwar einerseits beim Arzt, zum Beispiel in New Atlantis, geht dort einfach hin, ist in der Nähe von der Loge, geht durch die Tür durch und dem könnt ihr dann Geld zahlen und ihr seid dann geheilt. Das ist nicht wirklich teuer. Und der verkauft zum Beispiel auch Heil-Items. Habt ihr vielleicht auch im Inventar und ihr seht dort, was eben geheilt wird an dem kleinen Dreieck. Und dann kriegt ihr diese negativen Effekte weg, die echt lästig sind. Tipp Nummer 2, wenn ihr irgendwo mit eurem Raumschiff gelandet seid, solltet ihr nicht direkt rausrasen, sondern im Bett eine Stunde lang schlafen. Ihr bekommt dann nämlich einen Erfahrungsbuff von 10% 25 Minuten lang und auf die Dauer macht das natürlich einen deutlichen Unterschied. Warten im Sitzen könnt ihr leider nicht, ihr müsst wirklich schlafen. Habt ihr kein Bett im Schiff, dann geht einfach zum Schiffbilder und nehmt das Wohnquartier vom Captain rein. Dort gibt es ein Bett, geht ratzfatz eine Stunde eben warten und dann geht es weiter mit 10% mehr Erfahrung. Tipp Nummer 3, wer sich von euch schon immer gefragt hat, wie man den Anzug in den Städten ausblenden kann, der muss wie folgt vorgehen, und zwar geht ihr ins Inventar auf den Anzug und dann steht unten mit der RB-Taste den Anzug in den Städten ausblenden. Was ihr auch machen könnt, ist nur den Helm ausblenden, wenn ihr das möchtet. Dazu müsst ihr auf den Helm drauf gehen, öfters reingehen, das buggt bei mir irgendwie ein bisschen. Irgendwann wird angezeigt, auch mit der RB-Taste in den Städten nur den Helm ausblenden. Und so könnt ihr entweder komplett ohne Rüstung laufen oder eben nur den Helm, wenn ihr in der Stadt seid. Tipp Nummer 4, man kann nachträglich das Aussehen seines Charakters ändern und muss natürlich nur wissen, wo, das ist ganz gut versteckt, und zwar im Porima-System. Seht ihr hier, befindet sich etwas weiter rechts auf der Karte. Reinzoomen, ihr müsst auf den Planeten Porima 2 und dann eben auf die Stadt oder zur Stadt Paradiso. Wenn ihr dort angekommen seid, lauft einfach Richtung der Gebäude und auf der linken Seite gibt es eben einen Händler, mit dem einfach sprechen und dort könnt ihr dann nochmal nachträglich euren Charakter abändern. Ihr könnt sogar weiblich-männlich wechseln, die ganzen Gesichtsstrukturen und so weiter, Haare, und ihr könnt sogar später auch euren Namen nochmal on top abändern, eine mega coole Sache. Tipp Nummer 5, spart euch richtig Zeit, macht auch deutlich mehr Spaß. Ich denke, jeder von uns hat schon mal den Cutter verwendet und die Erze abgebaut. Das sollte man wirklich machen, weil die braucht man später für die Außenposten. Dauert aber immer lange. Ich denke, jeder weiß, dass man auch über den Scanner, wenn man einfach die RT-Taste drückt, den Cutter aufrufen kann. So muss man ihn nicht über Schnellmenü ausrüsten. Und das Allergeilste, nicht nur die RT-Taste drücken, sondern auch die LT-Taste. Und dann ist er ein bisschen stärker. Der leuchtet dann auch gelb, dieser Strahl. Und ihr merkt einfach einen deutlichen Unterschied, das geht richtig schnell, hier auch nochmal im Direktvergleich, es dauert deutlich länger, bam, mit der noch der LT-Taste dazu, es leuchtet gelb, zack, das Ding ist direkt abgebaut und so rast ihr in Sekunden die ganzen Erze ab und es dauert überhaupt nicht lang.
Tipp Nummer 6, es gibt im Spiel Magazine, die dauerhaft eure Werte verbessern, zum Beispiel, dass ihr mehr tragen könnt oder zum Beispiel auch weniger Sturzschaden bekommt oder mehr Schaden mit MP-Waffen austeilt. Zu diesen Heften haben schon viele YouTuber ein Video gemacht, gerne mal googeln oder auf YouTube suchen, sind auf jeden Fall super nützlich und würde ich mir nicht entgehen lassen. Tipp Nummer 7, wer von euch Lagerprobleme hat, der sollte mal in die Loge gehen und zwar in den oberen Bereich, wo sich euer eigenes Zimmer befindet und es gibt dort einen Tresor, der unbegrenzt Lagermöglichkeit bietet. Dort könnt ihr Sachen lagern, die ihr nicht wegschmeißen oder verkaufen möchtet und für später eben aufheben. Es gibt keinen direkten Kontakt zum Raumschiff, heißt ihr müsst dann dort schon immer hinlaufen, deswegen lohnt es sich eben für Sachen, ja dort Sachen zu lagern, die man eben ja etwas länger nicht benötigt, später aber eventuell doch nochmal. Tipp Nummer 8 ist auch richtig geil und zwar könnt ihr damit gestohlene Güter reinwaschen. Wenn ihr oft klaut und ihr findet einfach etwas Cooles, dann macht Folgendes. Ihr könnt sie bei einem Händler verkaufen. Ich empfehle euch den Händler im System Krux und zwar bei der Fleet-Fraktion, denn dort wird nicht gescannt wegen gestohlenen Gütern. Geht dort einfach zum Händler hin und ihr seht hier eben die Waffe 371 Punkte kostet es zum Verkaufen. Ich verkaufe sie ihm und kann sie unten wieder rückkaufen. Sie kostet genauso viel, ist aber nicht mehr geklaut. Das geht bei allen möglichen Gegenständen, seht ihr auch hier nochmal bei sonstigen. Ich habe ein paar eingepackt, die gestohlen sind. Ich verkaufe sie ihm und ich kann sie dann später für den gleichen Preis zurückkaufen. Mega geil und sie sind eben nicht mehr geklaut. Tipp Nummer 9 ist für den Dietrich. Wer Probleme hat beim Hacken, der sollte auf jeden Fall 2 Punkte in die Sicherheit reinskillen, denn dann werden die Dietriche blau hervorgehoben, in welchem Kreis sie eben passen. Super nützlich. Manchmal seht ihr, dass ein Dietrich nur in einem Kreis passt, manchmal bei mehreren und wenn ihr das eben wisst, dann seid ihr richtig schnell beim Schlossknacken. Tipp Nummer 10, hoffe ich, dass ihr ihn schon kennt. Wenn ihr die Orientierung bei einer Quest verloren habt und nicht mehr wisst, wo es rausgeht, dann könnt ihr einfach den Scanner aktivieren. Normalerweise sollten euch auf dem Boden Pfeile anzeigen, wo es eben wieder zum Schiff oder wo es eben zur Missionabschluss geht. Tipp Nummer 11, ihr müsst nicht die Raumschiffteile einzeln einfärben, das dauert ewig, sondern klickt einfach mit der LB-Taste, wenn ihr auf dem Raumschiff seid, auf alles und danach könnt ihr die Farbe super angenehm schnell bei jedem Teil gleich wechseln. Tipp Nummer 12, wenn ihr Planeten scannt, kann es unten sein, dass die Merkmale mit einem Fragezeichen noch dastehen. Das könnt ihr einerseits ändern, wenn ihr die Astronomphysik skillt. Per Zufall kann es dann passieren, dass ihr ein Merkmal freischaltet. Aber um sie wirklich 100% sehen zu können, müsst ihr auf dem Planeten landen und das Merkmal finden, komplett scannen und dann wird es euch auch auf der Karte angezeigt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch mit diesen Tipps nochmal ein bisschen helfen und das Spiel ein bisschen besser machen. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, falls ihr noch einen richtig coolen Tipp habt. Bin ich mal echt gespannt, was sonst alles noch im Spiel versteckt ist und im Endeffekt nicht erklärt wird. Mehr Videos werden in der Zukunft rauskommen. Wer die nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit dem Abo dabei bleiben. Schaut doch gerne bei Warhammer vorbei, wenn euch das Spiel interessiert hat. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen und informiert hat. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein!